Es gefiel denn mal. Willkommen an dieser Stelle. Petre Korda oder Peter Korda, Jacke wie Hose. Jeder wie er will. Ich bleibe bei Peter Korda und wir steigen ein mit dem ersten Ballwechsel dieses Spiels. Ein mit Sicherheit unerwartetes Viertelfinalspiel zwischen diesen beiden. Wer hätte das gedacht, dass in der obersten Turnierhälfte, im obersten Viertel, diese beiden übrig bleiben würden. Der Tscheche, der 29-Jährige, im Januar wird er 30 Jahre alt, und Jonas Björkman, der Schwede, der sich klammheimlich in der Weltrangliste auf Position 17 verbessert hat. Peter Korda nach einem wirklich guten Jahr endlich wieder da, wo er hingehört, endlich wieder in der absoluten Weltspitze als die Nummer 16. Und der Sieg gegen die Samples hat ihm jede Menge Selbstvertrauen zurückgegeben, hat gesagt, endlich weiß ich wieder, dass ich auch die ganz Großen schlagen kann, nach 3-4 ausgesprochen schweren Jahren für ihn. Der Peter Korda hatte vor Beginn dieser Partie mit mehreren Handicaps zu kämpfen. Zum einen sich selbst wieder runterzubringen auf den Boden der Tatsachen nach diesem enormen Emotionshoch nach dem Spiel gegen Pete Sampras. Ist ja nicht so einfach, wenn man die Nummer 1 der Weltrangliste schlägt und dann am nächsten Tag zum Tagesgeschäft übergehen soll. Und zum anderen hatte er sich erkältet. Das Spiel gegen Sampras war an die Substanz gegangen, hatte sich ein bisschen verkühlt, leichtes Fieber bekommen, Schnupfen, die Nase komplett geschlossen. Das die Handicaps, mit denen er hier anzutreten hatte, gegen Jonas Björkman. Tschüss. Das erste Aufschlagspiel geht über Einstand. Extrem schwierige Bedingungen. Böiger Wind, ein Temperatursturz im Vergleich zum Tag zuvor von mehr als 10 Grad Celsius. Gleich im ersten Spiel Breakmöglichkeit für Jonas Björkman. White bis. Auch das ein Problem, mit dem die Spieler, auch die Zuschauer hier zu kämpfen hatten am gestrigen Tag. Immer wieder flogen Papierstücke von der Tribüne auf den Platz. Extrem schwierig, sich gerade beim Aufschlag darauf einzustellen. Zumal, wenn man einen derartig hohen Ballwurf hat, wie dies beim Tschechen der Fall ist. Mit einem Ass beendet er dieses erste Spiel. 1:0 Führung, Korda im ersten. Erstes Aufschlagspiel von Jonas Björkman. 15 love. Ohne Frage einer der heißesten Spieler dieser Saison 1997. Der ehemalige Doppelspezialist zählt mittlerweile und nicht erst seit diesem US Open zum Kreis der Weltbesten, auch im Einzel. Einer der athletischsten Spieler auf der Tour. Thank you. Fit wie ein Turnschuh. Wait please. Das hätte er eigentlich aus dem Spiel von Peter Korda gegen Pete Sampras
lernen sollen, dass wenn man den Tschechen nicht konsequent genug, nicht lang genug auf der Rückhandseite angreift, man dann Gefahr läuft, passiert zu werden. Gute Länge in den Bällen von Korda. 30 all. Da hat er Glück, Jonas Bergmann. Ja, ich sagte das eingangs. In den ersten Jahren seiner Karriere als ausgemachter Doppelspezialist galt, insgesamt 13 Titel sammeln konnte, vor allem mit Landsmann, mit Jan Appell. Tschüss. Hat allerdings auch in diesem Jahr schon zugeschlagen, zusammen mit Niklas Kulti beim Turnier in Atlanta. Also ganz aufgeben, wollte und will er das Doppelspiel nach wie vor nicht. Und auch Jonas Bergmann sieht sich in seinem ersten Aufschlagspiel einer Breakchance des Gegners gegenüber. Tschüss. Auch er mit vergleichsweise hohem Ballwurf beim Aufschlag und da bietet der Ball dann jede Menge Angriffsfläche für den Wind. Advantage Bjorkman. Wieder so ein flatter Ball, der letztendlich dieses zweite Spiel im ersten Satz entscheidet. Der Ausgleich 1:1. Peter Korda hatte sich gut eine Stunde vor diesem Spiel noch mal behandeln lassen, hatte versucht mit Inhalieren, ätherischen Ölen die Nase, den Kopf frei zu bekommen. Sehr intensiv geführtes Match. Love 15. Und wer Jonas Bjorkman vor zwei Jahren gesehen hat, der muss dem Schweden bescheinigen, er hat sich enorm weiterentwickelt in seinem Spiel. Ein Athlet war er immer, aber spielerisch hat er sehr, sehr viel gelernt, hat vor allem davon profitiert, dass ihn die Gegner immer ein bisschen unterschätzt haben. Die Vorhandseite zu Beginn seiner Karriere sehr, sehr wackelig. Da war er angreifbar. Was haben die Gegner gemacht? Sie haben ihm immer auf die Vorhand gespielt und das hat über die letzten zwei Jahre hinweg dazu geführt, dass er sich gerade auf der Vorhandseite
ganz enorm weiterentwickelt und verbessert hat. Eins war von vornherein klar, Peter Korda musste riskieren, musste versuchen, selbst das Spiel zu machen, sich auf längere Grundlinienballwechsel einzulassen gegen Jonas Björkman. War mit Sicherheit das falsche Rezept. Björkman als der athletischere der beiden damit Vorteilen, wenn man der Fehler nur dann macht, wenn man ihn dazu zwingt. Solche Kostprobe seiner neu gewonnenen Vorhandstärke. Früh genommene Ball, das Tempo des Aufschlags mitgenommen. Ein Spieler, der sich überall auf dem Platz wohlfühlt, hinten auf der Grundlinie, vorne am Netz. Er im Doppel ähnlich erfolgreich. Jonas Björkman, Peter Korda mit 10 Doppel- und 7 Einzeltiteln im Verlauf seiner Karriere. Das ein ums andere Mal Punkte brachte. Aber Sie sehen es an den Haaren des Tschechen. Böiger, frischer Wind im Stadion. Wieder Breakmöglichkeit für Jonas Björkman. Späte Entscheidung des Linienrichters, die dann auch von Bruno Rebeu, dem Mann auf dem Stuhl, so bestätigt wird. War ein Mann, der nicht mit absoluter Höchstgeschwindigkeit serviert, aber dem alle Variationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, der den Ball im letzten Augenblick entscheidende Richtung mitgibt. Er gewinnt auch dieses zweite Aufschlagspiel, führt mit 2:1. Trainieren. Bis er so frustriert war, dass er dann nach Rücksprache mit seinem Coach Tony Pickard, dem Ex-Coach von Stefan Edberg, beschloss im Oktober 95, sich einer Leistenoperation zu unterziehen. Sit, please, behind the players. Sit down, please. Heute im Nachhinein sagt er, das hätte ich viel früher machen sollen, denn damit waren die Probleme behoben. Das gleiche trat dann nochmal 95 auf. Auf der anderen Seite, da ließ er sich sofort operieren. Und seit dem vergangenen Jahr, seit 96, nachdem die Folgen dieser Operation auskuriert waren, seitdem geht es wieder bergauf mit ihm.
Er kann und konnte wieder richtig trainieren und hat seine derzeitige Weltranglistenposition 16, stellt das unter Beweis, hat wieder Anschluss gefunden an die Spitze. 30-15. Peter Korda, der ja über Ballgefühl verfügt wie kaum ein Zweiter. Der alle Großen im Welttennis schon geschlagen hat. Das erste wirklich sichere Aufschlagspiel in dieser Partie. Und da haben wir zum einen den Vater von Jonas Björkman in der weißen Jacke und daneben der Coach, der ihn doch entscheidend nach vorne gebracht hat. Frederik, genannt Fide Rosengren. Die angenommene Variante bei Linkshändern, der Aufschlag auf den Körper, dreht sich von außen nach innen, schwer was dagegen zu machen. Und da hat er sich gerade ein bisschen verschätzt, zudem ein bisschen wehgetan. Handgelenk. Etwas zu nachlässig vorne am Netz. Und das ist eine der ganz großen Stärken von Jonas Björkman, das Konterspiel. 15-14. Zu ihm den kleinen Finger, nimmt er gleich die ganze Hand. Breakmöglichkeiten für den Schweden. Er fliegt ins Aus, das erste Break im ersten Satz. Es geht an Björkman, er führt mit 3:2. Erstes Break, 3:2 Führung Björkman. Nach dem Sieg von Peter Korda gegen Pete Sampras war Jonas Björkman enttäuscht, fast ein bisschen sauer auf den Tschechen, denn er selbst hätte liebend gern gegen Pete Sampras gespielt. An den hat er gute Erinnerungen beim Rasenturnier in Queens. Da konnte Jonas Björkman in diesem Jahr Pete Sampras schon einmal besiegen. Seine Bilanz gegen Peter Korda, die ist negativ, einmal gespielt, 95 beim Hartplatzturnier in Indianapolis, der Sieger damals in zwei Sätzen, Peter Korda. Oh. 30-15.
jeder hier im Stadion versuchte, sich so gut wie möglich warm zu halten. Das Thermometer war gesunken auf knapp über 10 Grad Celsius. Sehr weit nach vorne aufgerückt, Jonas Björkman, kein Problem bei diesem hohen Volley. Ausgangspunkt, ein guter Aufschlag. Auch er, ein Mann, der nicht die absoluten Höchstgeschwindigkeiten erreicht. Geboren dieser Return auf den Körper zu serviert. Optimal reagiert von Peter Korda die Möglichkeit zum Rebreak. Dieses Rebreak wird ihm geschenkt von Jonas Björkman. Also ganz deutlich zu merken, dass die Qualität dieses Spiels in der Anfangsphase unter den widrigen Bedingungen litt. Wer spielt schon gerne bei böigem Wind, bei herbstlichen Temperaturen? Die Stimmung im Stadion dementsprechend frostig. Immer wieder der Versuch von Peter Korda, die Initiative zu ergreifen, das Spiel zu diktieren, Björkman laufen zu lassen. Zahlreichen Paradebälle des Peter Korda, dieser Rückhandpassierball im Laufen geschlagen. Beste alte tschechische Schule, diese Rückhand. Vergleichsweise lange, große Schleife, Rausholbewegung. Typisch für Leute, die auf Sandplätzen aufgewachsen sind.
34. Wieder Breakball, Jonas Bergmann. Das ganze Spiel von Peter Korda ein bisschen dadurch aus dem Konzept gebracht, dass die Quote des ersten Aufschlags einfach nicht stimmte. Wieder ein Sicherheitsaufschlag, dieser zweite. War lang, wird aber gut gegeben zum Entsetzen von Jonas Bergmann. Schwer zu entscheiden aus dieser Perspektive, ob der Ball tatsächlich noch die Linie berührte oder nicht, aber Bergmann ist keiner, der sich lautstark beschwert. Völlig verunglückt, dieser Top-Spin-Lock-Versuch von Peter Korda. Advantage Bjorkman. Spektakulärer Punkt jetzt auch von Jonas Bergmann, geduldig auf die Chance gewartet. Das dritte Break in Folge, jetzt die Führung für den Schweden. Patrick Doppelpass. Das die Gesetzten der oberen Hälfte, alle mussten sie frühzeitig die Koffer packen. Vorhand des Jonas Bergmann ist zwar nach wie vor keine Wunderwaffe, aber ganz im Gegensatz zu früher macht er kaum mehr Fehler. Mit vorne ohnehin seit Jahren ein ganz großer, wie gesagt, ein exzellenter Doppelspieler. Häufig ja auch für Schweden im Davis Cup im Einsatz. Zuletzt, wie bei seinen Turniersiegen im Doppel, stets an der Seite von Niklas Kulti. Bergmann im Übrigen der einzige der acht Viertelfinalisten, Einzel, der auch noch im Doppel mit dabei ist, dort bereits das Halbfinale erreicht hat, zusammen mit Kulti. Und da geht es jetzt gegen Black und Grab. Ganz durchdacht, diese Attacke von Peter Korda, sicherer Aufschlaggewinn, nach langer Zeit mal wieder einer, für Jonas Bergmann zum 5:3 im ersten Satz.
15 love. Birdie love. Zu Null gewonnen ist Aufschlagspiel für Peter Korda. Das war auch dringend notwendig. Verkürzt auf 4:5 nach dem Seitenwechsel die Chance für Bergmann, den Satz zu entscheiden. Und diese Bälle sind schwierig bei böigem Wind für Leute der absoluten Weltklasse. Und da wieder so ein flatter Ball, der vom Wind ins Aus getragen wird. Jonas Bergmann begannen schon mit dem Return von Peter Korda. Clever gespielt, den musste der Schwede tief nehmen, macht nichts draus und wird passiert. Tatsächlich die Chance für Peter Korda zum Ausgleich im ersten Satz. Weltball gegen Bergmann. Frust pur bei Peter Korda. Advantage Korda. Mal wieder ein spektakulärer Ballwechsel. Wie oft haben wir Peter Korda so gesehen? Zuletzt im Spiel gegen die Tempels. Perfekt vollendet. Der Ausgleich im ersten Satz, 5-5. Es war ihm von vornherein klar, wie wichtig es für ihn sein würde, sich den ersten Satz zu holen. Ich sagte das eingangs, gesundheitlich angeschlagen. Unter schwierigen Bedingungen gegen einen brandheißen, brandgefährlichen Gegner. 15 love. Der Ballwechsel
wird von Bruno Rebeu, dem Schiedsrichter, abgebrochen. Wieder flog ein Stück Papier auf den Platz. Kurze Diskussion zwischen Jonas Bergmann und Bruno Rebeu. Aber vollkommen richtig vom Franzosen, dass er da sofort reagiert. Peter zögert da einen Moment lang. 15-0. Da wäre die Chance noch mal da gewesen, hinzukommen an diesen Ball. Wieder ein Doppelfehler des Tschechen, aber ich kann mich da nur wiederholen. Es ist schwierig, bei Bögen Wind aufzuschlagen, wenn man einen derartig hohen Ballwurf hat beim Aufschlag. Geduldig wartet Jonas Bergmann. 30-14. Und kommt zur nächsten Breakmöglichkeit. Ja, kurioses Spiel. Das Viertelfinale im ersten Satz. Zum dritten Mal im ersten verliert Peter Korda sein Aufschlagspiel. Da fliegt der Schläger nach dem Wechsel. Also wieder die Chance für Bergmann, alles klar zu machen in Satz Nummer 1.